zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir sind derzeit dabei, unsere Seemotte auf Vordermann zu bringen. Und wir haben eine Sache haben wir noch benötigt. Ich habe es jetzt leider schon wieder vergessen. Müssen wir ganz kurz hochschwimmen. Hoffen, dass uns der Reaper in Ruhe lässt. Ja, sehr schön. Genau so wünsche ich mir den Reaper. Passiv. Oh, da müssen wir hin. So. Seemotte, wir brauchen noch ein Glas und ein Blei. Ja, das dürfte ja hinzukriegen sein, ne? Ist jetzt nicht so schwer. Ich habe überall Katzenhaare im Gesicht. Ich habe gerade kurz mein Gesicht in Mr. Flauschig reingehalten. Ist immer ganz angenehm, aber dann die Nachwirkungen sind dann irgendwie doch ein bisschen mehr. Ist das... Achso, ein paar Ressourcen liegen da noch. So. Ein Blei brauchen wir. Haben wir noch Kristall am Start? Ja, sehr schön. Dann stellen wir mal ein Glas her. Und schon können wir die Tiefen des Universums, nicht des Universums, des Meeres erkunden. Überall habe ich jetzt diese Katzenhaare. Das ist so schlimm. Aber wenn Mr. Flauschig hier wäre, hätte er gesagt, selber schuld. Musst ja nicht dein Gesicht in mich reinhalten. So. Er mag das auch überhaupt gar nicht, aber ist mir egal. Er ist so flauschig. Ich muss einfach. Auch wenn ich jetzt überall seine Haare habe. Alter. Seemotte. So, wo ist das Ding jetzt? Ah, die Seemotte. Ach. Guck mal. Ist das nicht schön? Ich meine, diese Katzenhaare. So. Wir haben nur keine Ahnung, wie ich nachher die Batterie auflade. Aber ist ja auch egal. Jetzt können wir wenigstens hier ein bisschen was erkunden. Haben auch unendlich Sauerstoff sozusagen. Jetzt können wir auch die tieferen Regionen erkunden, was bedeutet, dass wir unseren Diamanten näher kommen. Boah, ist das schlimm mit diesen Katzenhaaren. Dann gucken wir einfach mal, was hier unten ist. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Okay, wir dürfen nicht unter 200 Meter. Schade. Da wird es da doch erst interessant. Was ist das? Seemädchen, du bleibst da, ne? Was ist das? Ist das ein Filter? Hä? Was kommt jetzt hier raus? Halt, Moment. Fremde Ventilationsöffnung. Was zur Hölle ist das? Es macht eine Ventilationsöffnung da unten. Okay. Sag mal, schwimmt die Seemotte von mir weg? Ich bleib mal stehen. Nö. Die bleibt da, wo sie ist. Okay. Interessant. Gibt es dafür auch irgendwas in... Fuck. Okay, das ist Licht. Hier wollte ich rein.
Baupläne habe ich keine bekommen, ne? Ne, Wärmekraftwerk. Zyklop. Eines Tages haben wir auch den. Fremde Daten. Fremde Ventilationsöffnung. Diese Ventilationsöffnungen sind mit einem uralten Leitungsnetzwerk verbunden, die sich über die maximale erfassbare Tiefe hinaus erstreckt. Das Pumpensystem ist immer noch in Funktion. Der Zulauf steht Wasser aus der... Was? Nee, der Zulauf zieht Wasser aus der Umgebung und pumpt es zu einem unbekannten Ort unter der Meeresoberfläche. Unter dem Meeresboden. Warmes, sauerstoffarmes Wasser wird ausgestoßen. Die meisten Tiere meiden die Ventilationsöffnung. Glubscher können dabei beobachtet werden, wie sie unversehrt in das Leitungsnetz hinein und wieder hinaus gelangen. Beurteilung. Weitere Untersuchungen erforderlich. Okay. Was haben wir hier noch? Ja. Ein Besatzungsverzeichnis. Okay. Ja, insofern wir die anderen Aufzeichnungen nicht haben, wir können eins, obwohl, wir haben eigentlich genug. Rettungskapsel 17, Besatzungsaufzeichnung. Ossis Tagebuch, es ist der Tag des Absturzes, ich habe keine Ahnung, was zum Teufel gerade passiert ist. Ich habe Angst und werde nicht rausgehen, da sind Schatten im Wasser unter der Luke. Keine Ahnung, ob das Felsen oder Aliens sind und es gibt seltsame Höhlen in der Nähe. Die Aurora hatte alles an Bord zum Bau des... Phasentores, mobile Fahrzeugstationen, Bioreaktoren, Schubkanonen. Sie hatte ein Kino. Es gab einen 0G-Trainingsraum. Mein Café. Ich verstehe nicht. Wie wir hergekommen sind. Ich frage mich, warum keiner nach mir sucht. Na gut, das kennen wir schon. So, klicken wir einmal überall drauf. Was das alles gelesen ist. Hallo, Pilze. Geht doch. So, Tiere. Kennen wir auch alle schon. Geologische Daten. Ja, gut. Der Rest ist unwichtig. Wir wollen nämlich Höhlen erforschen. Darum sind wir hier. Weiß jetzt noch nicht, wo wir sind. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Wir haben ja hier die ein oder andere tiefere Stelle. Vielleicht sollte ich erstmal nach Hause, ne? Und meine Sachen ablegen. Weil wenn ich gleich richtig Zeug sammeln möchte. Wo ist meine Wurzel hin? Wurzel? Vor allem weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze, ja, aufladen soll oder reparieren soll. Gibt bestimmt eine Reparation. Ah, gibt ein Reparaturwerkzeug, ne? Stimmt. So. Pfadfinderwerkzeug. Jetzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren. Okay. Da. Höhlenschwefel brauche ich dafür. Okay. Das ist ja machbar, ne? So, hast du Probleme? Du hast jetzt nicht mein... Er hat den jetzt nicht angegriffen, oder? Das hast du nicht getan. Oh mein Gott, das hat er jetzt nicht... Bitte, bitte sag mir, dass das Ding noch heil ist. Das kann nicht kaputt sein. Warum? Du dreckiges... Warum hast du das getan? Abschaum! Drecksack! Komm mal her! Ich dreh durch. Da hat er meine Seemode kaputt gemacht. Komm her, du Drecksack! Er verzieh dich! Oh scheiße, er kommt wieder. Ja.
Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie man das Ding umbringt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich das Ding umbringen kann. Dieses Dreckstück. Der hat einfach meine Seemorde kaputt gemacht. Alles wird gut. Drecksvieh. Ich fass das nicht. Warum? So, kurz ein Foto machen. So. Scheiße. Ich weiß das nicht. Was für ein absolutes Arschloch. Ja. Er hat meine Seemotor kaputt gemacht. Wir brauchen Titanbahn, das ist ja gar kein Problem. Energiezelle ist das Problem, glaube ich. Zwei Batterien. Kupfer und Säurepilz. Was war das? Okay, wir brauchen zwei Kupfer und vier Pilze. Ein Pilz habe ich hier noch. So klar, das ist ein Drecksviech. Ich bin ziemlich angepisst gerade, Leute. Ich bin ziemlich angepisst. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre das Ding gerade irgendwie günstig, als wenn würden dir die Rohstoffe einfach hinterhergeflogen kommen, weißt du? Nein! Es ist wirklich scheiße viel Arbeit, das Ding irgendwie zusammenzukriegen und gerade auch am Anfang. Und da kommt da so ein komischer Nachbar und denkt sich, hey, ich mag dein Fahrzeug nicht und macht es kaputt. Ey, ich meine, was soll denn die Scheiße? Mach ich seine Sachen kaputt? Nein! Ich lass ihn in Ruhe. Für mich ist sein Leben wertvoll. ich würde niemals auf die Idee kommen, ihn irgendwie zu verletzen oder so. So. Wir müssen aber noch die Pilze finden. Das nehmen wir aber auch noch mit. So, Pilze. Gehen wir zurück. Die erste Waffe, die ich in die Hand kriege, Freunde. Alter Schwede. Ihr wird sowas von Probleme mit mir kriegen. Junge, Junge, Junge. Meine arme Seemotte. Die arme Seemotte. Sag's euch. Da brauche ich doch einen Diamanten. Ich weiß gar nicht, wo ich die herbekomme. Ja, ja, ich bin jetzt zu Hause. So. Batterie. So. Silikongummi. Für Schmierstoff reicht es nicht mehr aus. Ich muss nochmal los. Jetzt machen wir die Energiezelle. So. Zweimal Glas. Ich hab nur noch einen hier drin. Mann. So, den Titanbahn haben wir auch. Blei haben wir auch. Uns fehlt halt wirklich jetzt nur noch
ein Kristall. Glaube ich. Oder habe ich hier wirklich noch nichts? Ach, guck mal hier. Dennoch brauchen wir ein Kristall. Dieses absolute, absurde, abscheuliche Ding. Ich hasse es. Wie kann man nur so kacke sein, die Sachen anderer Leute kaputt machen? Ich verstehe das einfach nicht. Warum man das tun sollte. Ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie gerade ein Arschloch oder so. Ich lasse ihn in Ruhe. Ne, wie es sich gehört für Nachbarn. Man lässt sich halt in Ruhe. Und der greift mich einfach an. Einfach so. Das probieren wir gleich noch aus. Wir werden versuchen, ihm da ein paar Dinger reinzudrücken. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Er wird wahrscheinlich nicht an die Oberfläche schwimmen. Aber naja. Wenigstens haben wir ihn geärgert. So, Kristall. Oh, hallo. Guck mal, Seegleiter. Super, jetzt brauchen wir noch ein Stück und dann haben wir es. Weißt du, wenn man sich nicht darum kümmert, dann findet man das. Ganz easy. So, wo bekomme ich jetzt mein Kristall her? In Höhlen, ne? Nein, lass mich. Ja, ist gut, da, Kristall. Bin glücklich. Wie wird man die Dinger los? Sobald ich mein Zyklop habe, ich bin weg. Dann bin ich weg. Falls er mein Zyklop nicht kaputt macht, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Weil im Zyklop kann man, glaube ich, auch Dinge bauen, ne? So, erstmal nach Hause, das Glas herstellen und dann bauen wir uns eine neue Seemodde. Und die lagern wir dann, keine Ahnung, da. Vielleicht lässt er sie da ja in Ruhe. Ja, dieses vielleicht, das stört mich schon. Vielleicht. Also, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wieso baue ich mich auch direkt neben dem auf? Ich meine, der war vorher nicht da. Der ist wahrscheinlich erst zu mir gekommen, dachte sich, oh, ich schwimme da mal dahin. Oh, was ist das denn? Das heißt, die Fahrzeuge ein bisschen weiter hinten platzieren, dann kriegt er sie nicht. Ist es schon wieder Tag geworden? Gerade war es doch duster. Hä? War es nicht gerade Nacht? Es ist jetzt schon wieder helllichter Tag. Ah, keine Ahnung, ist mir egal. Ach, so wird das gemacht. So, Seemütchen. Da wären wir wieder. Ach, ist das schön ätzend gewesen. So, wir brauchen Diamant. Ich denke mal, Diamant werden wir in Höhlen finden. Hier wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber wir können uns jetzt hier easy umsehen. Ohne, dass irgendwas Schreckliches passiert. Silbererz. Ich hoffe, ihr lasst mich in Ruhe. Seid ihr auch brutal? Nee. Das ist ein nettes Wesen. Hoffe ich. Ich glaube, sie zu berühren ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Deswegen tun wir es mal nicht. Modifikationsfragment. Interessant.
So, das nehmen wir mit. Ah, Diamant. Sehr schön. Na, siehst du mal, haben wir schon mal den Diamanten. Irgendwas wollten wir damit herstellen, ich weiß aber nicht mehr was. Ach, den Schneider, ne? Stimmt. Ja, dann machen wir das am besten mal als nächstes und dann gehen wir direkt zum Schiffchen. Und beuten das aus. Was ist denn? Tauchdock. Cool. Also hier wird man richtig fündig. Ja, das gefällt mir. Na gut, schwimmen wir nach Hause. Positionieren die Seemotte am besten. Jetzt ist es schon wieder dunkel geworden. Verstehe ich nicht. Naja. Egal. Nach Hause. Den Schneider aufbauen. Und dann gehen wir nämlich los und holen uns die Fragmente zum Scannen aus dem Schrottding. Halt, das ist Kamera 2. Wir sind, glaube ich, zu Kamera 1, ne? Frage ist halt, wie lade ich das Ganze auf? Wenn ich es dann mal brauche. So, sind wir hier richtig? Ja. Am besten ich steige hier schon aus, ne? Lass meine Seemotte in Ruhe. Ich hätte nichts getan. So, Geräte, was haben wir noch hier? Signalboje, die Fahrzeugstation, Seegleiter. Ja. Strahlenschutzanzug. Medikit. Feuerlöscher, Kreislauf, Tauchgerät. Haben wir alles schon, ne? Ja. Haben wir noch Fischis da? Ja, hier, da, komm. Machen wir uns was zu essen. Ich bin doch gerade erst gestorben, wie kann ich denn Hunger haben? Oh Gott, das war aber ein großer Fisch. So. Okay, Diamant, muss ich den noch verarbeiten? Ich brauche 2 Diamanten. Und dann Höhlenschwefel. Okay, weiß ich Bescheid. Dann tun wir doch mal das alles hier rein. Eigentlich müssen wir noch einen Schrank bauen. Eigentlich müssen wir noch mehr Gebäude hier ranbauen. Am besten in diese Richtung da. So. Scannerraum haben wir jetzt, ne? Hier, was mit einem Glassegment? Einfach mal so just for fun. Dass wir ein bisschen was sehen können. Aber wir haben ja aber keinen. Wir haben ja gar nichts dabei, ne? Aber wir brauchen noch einen Schrank. Bauen wir uns doch so ein Schränkchen auf. Hier so ein. Ich habe kein Quarz. Kommunikator empfängt Kurzstreckenkommunikation. Okay. This is Aurora.
distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Hat jetzt nicht viel gebracht. So. Was haben wir hier noch? Sichtfeld. Magnetit. Kamera drunter brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, ne? Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Diamanten. Dann ziehen wir nochmal da in die Gegend und suchen noch einen Diamanten. Aber nicht mehr heute, Leute. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Ja, am Wochenende kommt jetzt Subnautica, weil ich hatte ja letzte Woche nicht so viel Zeit. Und ich mache meine Kamera ein bisschen kleiner, damit ihr sehen könnt, wie viel Strom ich noch habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Okay, falsch.